der Europa gibt es. Danke. Danke, Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident der Kommission. Das Programm InvestEU wird im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten, 13 haben Sie genannt, unter einem Dach zusammenführen und damit die Finanzierungen einfacher, effizienter und flexibler machen. Und ab 2021 wird InvestEU nahtlos an EFSI 2 anschließen und hoffentlich dazu beitragen, die Investitionslücke, die Sie ebenfalls ansprachen, weiter zu schließen. Mit einer Haushaltsgarantie von 38 Milliarden Euro, laut Kommission, das Parlament wollte ja mehr, 40, sollen öffentliche und private Investitionen im Ausmaß von 650 Milliarden mobilisiert werden und, sehr positiv, wichtigster Ansprechpartner und Abwicklungspartner dabei ist die Europäische Investitionsbank, die den EFSI bereits erfolgreich abgewickelt hat. 75% des Volumens werden über diese Bank umgesetzt. Daneben werden nationale Förderbanken, die Europäische Bank für den Wiederaufbau und Entwicklung, die Weltbank, aber auch die Entwicklungsbank des Europarates zugezogen. Und positiv ist auch, und hier kommt das Parlament wieder zum Tragen, dass ein Lenkungsausschuss eingerichtet wird und dass es dezentrale Advisory Hubs gibt, die sogenannten Advisory Hub Partners, beides, wie gesagt, Parlamentspositionen. 650 Milliarden in die vier Politikbereiche, in denen EFSI oder InvestEU investiert werden soll, sind wichtig, ist eine große Herausforderung. Ich danke den Berichterstattern. Lassen Sie uns starten.